Hallo zusammen. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Bei den Malen zuvor haben wir jetzt schon geklärt, wie fertigen wir eine technische Zeichnung an und wie bewahren wir diese. Ihr seht hier nochmal, ich habe die Vorderansicht, die Seitenansicht und die Draufsicht. Meine Bohrung, die hier in der Mitte sitzen soll, also mein Loch, markieren wir immer den Mittelpunkt hier. Haben wir die Höhe 30. Insgesamt ist die Seite 60 lang. Hier drüben haben wir die Breite 30 und 60. Das heißt, diese Bohrung sitzt genau in der Mitte und mein Werkstück hat eine Gesamttiefe von 40. Hier unten brauche ich nun nichts mehr zu bemaßen. Denn die 40 hier habe ich bereits bemaßt. Hier oben. Und die 60 in der Breite habe ich hier bereits bemaßt. Dies bedeutet, dass ich hier keine Maße aufschreiben muss. Denn wir bemaßen nur die Sachen, die wirklich nötig sind. Das heißt, wir machen nicht zu viele Maße, weil es sonst wieder unübersichtlich wird. Hier in der Mitte steht die Bemaßung für die Bohrung. In dem Fall haben wir einen 30er Durchmesser. Was ist nun das Problem bei dieser Zeichnung? Das Problem ist, dass wir immer noch nicht wissen, wie tief diese Bohrung sein soll. Es kann sein, dass die komplett 40 tief reingeht. Es kann aber auch sein, dass diese nur bis zur Hälfte geht. Das können wir hier drauf nicht sehen. Wie das aber geht, das zeige ich euch jetzt. Wenn wir davon ausgehen, dass das unsere Vorderansicht ist, dann müssen wir unsere Seitenansicht von dieser Seite her sehen. Das heißt, wir klappen es auf die Seitenansicht um. Ich fertige gerade nur Skizzen. Ihr wisst, Skizzen habe ich nicht den passenden Abstand, habe ich nicht die passende Breite. Das ist alles einfach etwas mehr Freihand. Wir haben eine 40er Höhe. Ich weiß, wir haben eine 30er Tiefe. So, das wäre, was wir nun von links sehen würden. Was wir nicht sehen können, ist, dass wir hier eine Kante haben und hier eine Bohrung. Wie bekomme ich das jetzt hin? Auch hier kann ich diese Ebene direkt übertragen. Verdeckte Kanten, also Kanten, die man nicht sehen kann, zeichnet man dabei als Striche. Und zwar als gestrichelte Linie. Bei der Bohrung dasselbe. Hier nehme ich jetzt den obersten Punkt meiner Bohrung und kann mir nun überlegen, wie tief geht diese Bohrung. In diesem Fall geht die Bohrung, ich klappe ja so um, das heißt, die Bohrung würde auf dieser Seite sitzen. In diesem Fall geht die Bohrung nur ein Stück rein, das ist die Unterkante der Bohrung. Das ist die Oberkante der Bohrung. Und nun gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wenn das gerade gefräst wird, kann ich das als gerade Bohrung machen. Meistens haben wir hier aber einen kleinen spitzen Kegel. Den darf ich auf freie Hand einzeichnen. So weiß ich, dass hier eine Bohrung sitzt. Hier nochmal zum genauen Sehen. Wir haben eine verdeckte Kante hier unten. Diese wird gestrichelt gezeichnet und würde über die komplette Breite gehen. Und hier haben wir eine Bohrung. Da unsere Bohrer immer spitz zulaufen, zeichne ich auch hier eine Spitze ein. Und weiß, hier sollte aber eigentlich das Loch enden. Und somit weiß ich, hier ist eine Bohrung. Und das hier könnte ich nun bemaßen. Dabei ist wichtig, dass ich nun nicht den Punkt hier hinten nehme, den zeichne ich zwar mit ein, aber dieser ist nicht wichtig, sondern hier den wichtigen Punkt nehmen, da wo ich raus möchte und kann so meine Tiefe bemaßen. Und sehe, dass hier noch eine Bohrung stattfinden muss. Wir kommen zurück zu unserem ersten Beispiel. Ich habe eine Bohrung, ich klappe dies hier rüber und meine Bohrung muss also von dieser Seite hier beginnen. Denn ich klappe das ganze System
so rüber. Das heißt, das, was ich nun sehe, ist hier. Ich weiß, diese Bohrung bei diesem Werkstück möchte ich jetzt nur, dass sie die Hälfte reingeht. Das heißt, bei 40 geht sie 20 tief. Hier ist der zweite Punkt. Ihr seht wieder, ich kann das direkt von hier rüber übertragen. Und so große Bohrungen müssten wir mit einem Forstnerbohrer bohren. Das heißt, diese sind ganz gerade. Sonst müsste ich hier jetzt noch die Bohrstelle mit einzeichnen. Bei einer Skizze darf ich das freihand machen, sonst müsste ich das genauer machen. Nun muss ich die Bemaßung noch ändern. Als Bezugskante nehme ich jetzt diese Seite hier. Auch das ist mir freigestellt, welche Seite ich nehme. Ich weiß, das hier sind 20. Und hier drüber habe ich eine Gesamttiefe von 40. Somit weiß ich, wie meine Bohrung auszusehen hat, wie ich das Ganze machen muss. Und ich sehe, dass meine Bohrung nicht komplett durchgeht, sondern nur bis zur Hälfte gebohrt wird. So sehen also verdeckte Kanten aus. Das heißt, gut merken, verdeckte Kanten werden immer gestrichelt gezeichnet. Das war das Video für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.